Wir freuen uns wahnsinnig auf den Tag, wo die HAWA Concepta 3 wirklich für jedermann öffentlich ist. Das Möbel soll Spaß machen zu bedienen, soll einfach sein zu bedienen. Intuitiv und natürlich. Dass es sich von allein sozusagen ergibt. Ist einfacher gesagt als gemacht. Ja. Das Vorgehen war so, dass wir Kunden mit an einzelnen Etappen mit einbezogen haben. Zusammen geschafft haben, ihr Feedback immer gezielt wieder abgeholt haben. Was ist euch wichtig und ist es das, was ihr euch vorstellt? Und wirklich zu verstehen, was ist der Bedarf am Markt, aber auch was sind die Bedürfnisse von der Zukunft, was könnte man besser machen. Das ist sehr interaktiv, das Ganze. Um wirklich die Anforderungen können zu erfüllen, die draußen am Markt ist, an HAWA Concepta 3, müssen wir das System ganz neu denken. Und das ist uns gelungen. Es ist eine komplett neue technische Basis geschaffen worden. Indem wir Fehlbedienungen eliminieren können, wird das Produkt natürlich auch viel, viel langlebiger. Sehr leichtgängig, braucht keine Kraft. Ich drücke drauf. Die Tür öffnet sich von allein, gibt den Bewegungsablauf vor und du unterstützt ihn einfach noch und schiebst sie in die Seite rein. Und dann ist die Tür dort verschwunden. Und wenn ich die Schrankziele wieder möchte schliessen, dann drücke ich wieder drauf. Die Tür kommt von allein raus und ganz am Schluss drücke ich noch drauf. Das wird jede Person intuitiv von Anfang an richtig machen. Auch keine Gebrauchsanweisung dafür. Gestaltungsvielfalt war uns immer sehr, sehr wichtig. Allein schon die Möglichkeit, sowohl grifflos wie als mit Griff gestalten zu können. Und dann klar haben wir die ganzen Dimensionen, Höhen, Breiten, wo wir sehr, sehr variabel auch unterwegs sind. So bietet sich dem Innenarchitekt, dem Designer, dem Schreiner eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten, die in seinem Objekt auch wirklich stimmig sind. Die Handwerker, also die das Produkt unmittelbar verbauen, die sind für uns ja, das A und so. Ein wichtiges Ziel war, die Montage deutlich zu vereinfachen. Dort Technik so anzukriegen. Kompakt zu arbeiten, schlicht, wenig Schrauben. Dass sie auch noch einfach umsetzbar ist. Das ist uns tatsächlich gelungen durch einen höheren Vormontagegrad. Die Einstellpunkte sind einfach zugänglich. So wie ich beginne zu drehen, bewegt sich die Tür. Und das immer an dem Ort, wo es auch hingehört. Dass sich sehr schnell für einen Monteur eine Routine einstellt, sodass er gar nicht mehr auf Anleitungen und solche Dinge zurückgreifen muss. Primär stellen wir uns die Zukunft für den Concepta 3 tatsächlich in der Küche vor. Weil die Küche von der Natur aus wandelbar sollte sein. Gerade im geschlossenen Zustand möchte man so gut wie nichts sehen. Fällt nicht auf, stößt nicht hervor. Soll sich wirklich ins Bild integrieren. Ernüchternd, aber richtig, dass unsere Produkte zwar spürbar, aber nicht sichtbar sind. Vor gut 5 Jahren haben wir gestartet. Über die Zeit haben wir so viel erkannt. Viele Emotionen sind drin gewesen. Und Energie und Durchhaltewillen. Sehr viel Herzblut. Ja, wir sind mega gespannt. Insofern, als das schon die Abfragen, die wir im Haus mit Kunden gemacht haben, so positiv waren. Und wirklich das auch können, ja, der Öffentlichkeit auch zeigen. Und das ist der nächste Schritt, der ist nicht mehr weit. Das ist das schönste Gefühl. Und da ist natürlich schon für uns genug Raum, auch stolz zu sein für das, was wir erreicht haben. Auf jeden Fall.